Hey yo Leute, Crymax hier, was geht euch, Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu Minecraft, Leute, und zwar zu einem komplett neuen Projekt hier, Paul Berger Minecraft, Leute, was geht ab? Ich habe übertrieben Bock, Leute, das ist die erste Folge einer komplett neuen Ära, meine Freunde, das letzte Minecraft-Projekt ist beendet und deswegen starten wir jetzt ein neues Projekt, und zwar Paul Berger Minecraft. Ihr könnt es hier schon sehen, der gemeinsame Minecraft-Server von Stani und mir, Leute, ihr seht jetzt hier die IP eingeblendet, und zwar mc.paulberger.gg, Leute, wir sind hier in der wunderschönen Lobby, jetzt kann man sich hier erstmal aussuchen, auf welchen Server man gehen will. Hier ist Citybuild rot oder blau. Aktuell haben wir nur den roten Server gestartet. Also der zweite kommt irgendwann noch dazu. Wenn ihr jetzt drauf spielt, geht also auf den roten Server. Und dann startet man erstmal hier in der Farmwelt, Leute. Aber ihr könnt euch natürlich auch zu eurem Grundstück dann direkt mal teleportieren lassen, beziehungsweise euch ein Grundstück zuweisen lassen, ja. Ich habe hier auch schon direkt mein Grundstück, habe hier aber noch nichts drauf gebaut, Leute. Ich denke mal, die meisten von euch wissen ja, wie diese ganzen Citybuild-Server aufgebaut sind. Man hat ein eigenes Grundstück, es gibt Farmwelten, ihr könnt euer Grundstück aufbauen, ihr könnt einen eigenen Laden machen, Sachen in einem Shop verkaufen, was ihr aus der Farmwelt gefarmt habt, Leute, und so läuft der ganze Hase. Ich habe hier nur eine Kiste mit Sachen, was mir andere vorhin mal geschenkt haben, ein paar andere Paul Berger, aber ansonsten habe ich hier wirklich gar nichts aktuell, Leute. Wir werden uns hier komplett aufbauen, also es ist komplett ein Beginn einer neuen Serie hier auf Paul Berger Minecraft. Ich will hier ein richtig krasses, fettes Grundstück, ein fettes Anwesen hier bauen. Hier neben uns ist auch Stani, hat hier sein Grundstück, und die ganzen anderen YouTuber, Amir, SU, Timmy, Candy, wer auch immer hier alles auf dem Server ist, Leute, also die ganzen YouTube-Leute. Ihr könnt quasi mit uns allen YouTubern hier zusammen spielen. Es könnte sogar sein, dass dir das Grundstück hier neben uns gehört, also kommt jetzt auf jeden Fall auf den Server drauf. Und ich würde sagen, in der ersten Folge werden wir jetzt natürlich erstmal anfangen, uns Dinge zu suchen in der Farmwelt, Leute, um uns irgendwie aufzubauen. Wo landen wir hier? Wir gehen jetzt in die Farmwelt rein. Da steht auch schon, wenn dir die Farmwelt nicht gefällt, dann können wir uns nochmal neu teleportieren über das Tablet. Wir landen hier irgendwo im Nirgendwo im Wasser. Okay, also wenn ihr irgendwo nicht so gut landet, dann nimmt das Tablet einfach nochmal und ladet nochmal die Farmwelt. So, jetzt sind wir irgendwo gut gelandet, über festem Land. Oh, ist das hier ein Sumpf unter uns? Ist da ein anderer Spieler? Hey, ich sehe da einen anderen Spieler. Moin, Junge. Was geht ab? Ah, Freunde, Freunde. Ich hoffe, die Sonne geht gerade auf, nicht unter, oder? Hallo, Sonne, gehst du auf? Ja, ich glaube, die geht gerade auf. Und so, wir haben noch kurz sanften Fall, aber das ist jetzt auch gleich weg. Alter, wir sind ja hier mitten im... Hä? Was ist das denn hier für ein Biom, Leute? Wir sind ja hier wirklich mitten im Sumpf irgendwo gelandet. Hallo, was ist das hier alles? Was habe ich denn hier gerade abgebaut? Mangrovenkeimling. Was sind denn Mangroven? Sind das hier diese Bäume? Okay, ich glaube, das sind hier irgendwie diese Bäume. Die sehen aber eigentlich ganz schön aus, Leute. Könnten wir vielleicht auf unser Grundstück auch bauen? Ich will jetzt aber hier gerade irgendwie erstmal auf festes Land kommen, auf Festland hier. Falls wir irgendwie auch mal einen See oder sowas auf unserem Grundstück machen, nehme ich hier auch mal diese Blätter hier mit. Alter, was ist das denn hier für eine schwarze Erde, die hier ist? Leute, was ist das? Schlamm. Das macht allein voll das eklige Geräusch. Man kann hier Schlamm ab... Also hier in diesem... Das ist wohl irgendwie ein neues Biom. Ich kenne das hier noch nicht. Schlamm findet man hier. Ja, weiß noch nicht, ob ich das cool finde. Okay, wir gehen jetzt hier mal lieber auf festen Untergrund, auf festen Boden. Ey, auf diesen Mangrovenbäumen, da wächst einfach Moosteppich. Hä, das ist ja voll cool. So, wir bauen jetzt hier mal... Ist das Holz? Nee, das ist Mangrovenwurzeln. Das ist gar kein Holz, das ist kein Baum. Keine Ahnung, Leute, was man damit machen kann. Aber die Bäume sehen auf jeden Fall echt verrückt aus. Ich will jetzt aber hier irgendwie gerade mal ein bisschen in so ein normales Gebiet reinkommen. Ah, ich glaube, hier ist mal normal, Leute. Raus aus diesem Sumpf. Ja, ich denke mal, die meisten von euch haben bestimmt schon mal irgendwo auf so einem City-Build-Server gespielt. Das läuft ja irgendwie immer relativ gleich, Leute, vom Prinzip. Man hat ein eigenes Grundstück, kann in diese Farmwelt gehen, sich dort Materialien holen und sich dann eben was aufbauen. Oh, da sind Chickies. Hallo, Chicky. Ich brauche irgendwie vielleicht was zu essen von dir. Okay, wir sollten uns vielleicht, bevor wir das machen... Oh, warte, Weizen. Bevor wir uns einen Chicky nehmen, Leute, nehme ich hier ein bisschen Weizen mit, damit wir uns Essen anbauen können auf unserem Grundstück. So, zack. Oh, hier kriegen wir gute Setzlinge, Leute. Aktuell ist der Server noch ein bisschen laggy, weil wir sind erst am Sonntag gestartet, Leute. Also wir sind quasi gerade noch in der Beta. Deswegen verzeiht uns das bitte, falls noch nicht alles ganz perfekt läuft, dass das erste Mal, dass Stani und ich einen Minecraft-Server machen. Wir sind auf jeden Fall immer stetig dabei mit unserem Team, das alles perfekt für euch zu machen. Macht euch darum keine Gedanken, Freunde. So, wir bauen jetzt hier mal diesen Baum ab, Leute. Zack, okay. Oh, Akazienholz. Das ist ja voll rot hier, Leute, das Holz. Und okay, dann können wir uns jetzt gleich schon mal eine Spitzhacke machen und auch ein bisschen Stein farmen. Zumindest, also ich sag's mal so, mein Anfangsziel ist jetzt eigentlich nur erstmal ein bisschen normale Steinwerkzeuge zu holen, damit wir uns so eine Farm auf unserem Grundstück bauen können, in unserem Keller, Leute. Damit wir einfach in unserem Keller mal so eine Anfangsfarm bauen können. So, okay, das haben wir. Das reicht ja fürs Erste. Okay, jetzt brauchen wir ein bisschen... Jetzt... Oh, da ist ein Villager-Dorf. Ey, das wurde aber bestimmt schon gelootet von anderen Spielern. Ja, hier wurde schon abgebaut. Das hat bestimmt schon jemand anderes hier gelootet. Schade. Da hätten wir jetzt direkt voll den krassen Anfangsloot gehabt. Ohne Feder. Nehmen wir mit. Ah, zumindest können wir jetzt schon mal 11 Brot uns anbauen oder 11 Weizen. Oh, das hier alles mitnehmen. Zack, 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 zack.
Ja, oh mein Gott, die haben das Villager-Dorf hier schon komplett auseinandergenommen, die anderen Spieler. Alter, die haben sogar die ganze Einrichtung hier rausgerissen. Ihr habt hier wirklich schon alles auseinandergenommen, ihr Paulberger. So, was jetzt aber wichtig ist, wir brauchen auf jeden Fall mal ein bisschen Stein, Leute. Oh, da sind Fackeln. Da hat jemand Fackeln vergessen. Ja, die nehmen wir direkt mit. Oh ja, hier Kohle wäre auch ganz gut für Fackeln, weil wenn wir so eine Untergrundfarm in unserem Keller auf unserem Grundstück bauen wollen, weil ich würde das nicht überirdisch machen. Oben auf dem Grundstück will ich dann schon irgendwann mal so ein richtig schönes Big Baba Bubu Haus aufstellen. Das heißt, wir bauen am besten eine unterirdische Farm, was niemand sieht. Das heißt, wir brauchen ziemlich viele Fackeln. Ey, wir sind aber auch hier wirklich in einem komischen Biom gelandet. Ich glaube, ich werde mich gleich einfach runterbauen und hoffe, dass ich gleich irgendwo eine Höhle finde. So, hier noch ein paar Seeds mitnehmen. Umso mehr Brot kriegen wir später. Oh, und hier Blumen für Farbe, auch gut. Auch gut, wenn wir mal irgendwie so eigene Banner oder sowas machen wollen. Nehme ich auch einfach. Ich nehme einfach mal am Anfang alles mit jetzt hier. Das Problem ist, um eine Farm bauen zu können, brauchen wir auch irgendwie 3 Eisen für einen Eimer, um Wasser mitnehmen zu können. Das ist mir jetzt gerade eben erst aufgefallen. Okay, also wir brauchen auf jeden Fall... Ja, wir müssen irgendwie eine Mine. Wir müssen irgendwie eine Mine reingehen. Da führt kein Weg dran vorbei. Hä? Da hinten ist ein Portal. Da hinten ist ein Netherportal. Boah, hoffentlich hat das nicht schon wieder ein anderer Spieler gelootet, weil da sind ja immer Kisten, Leute. Boah, das wäre jetzt zu nice. Ich meine, der Server läuft ja erst seit gestern. Also wir haben vielleicht gute Chancen, dass hier noch nicht alles erkundet wurde. Waren aber natürlich auch zwischenzeitlich schon 400 Leute hier. Also kann doch schon alles... Ja, okay, doch, hier wurde schon... Ja, okay, okay, ja, ihr habt hier schon alles erkundet. Mann, ey, lass doch auch mal ein bisschen was hier für iCrimex hier. Guck mal, wir packen uns hier mal noch ein bisschen Netherrack ein, weil jeder weiß ja, Netherrack brennt unendlich. Nehmen wir einfach mal ein bisschen was mit. Wer weiß, wozu das gut ist. Ey, ich werde jetzt aber mal hier anfangen. Ich werde mich jetzt einfach mal hier reinbuddeln. Oh mein Gott, Kohle. Wichtig, 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 Leute. Genau das habe ich gesucht, damit wir gleich nicht im Dunkeln rumlaufen müssen. Sehr, sehr wichtig. Na, erstmal eine vernünftige Spitzhacke machen. Und dann nehmen wir hier einmal die ganze Kohle mit. Wie gesagt, Leute, in der Farmwelt kann es noch hier ein bisschen laggy sein. Es ist noch nicht ganz perfekt, aber ja, wir haben den Server erst seit gestern gestartet. Also verzeiht uns das bitte. Aber seid auf jeden Fall von Anfang an mit dabei hier. Es wird auf jeden Fall nice werden. Jetzt machen wir uns noch eine Axt. Auch wichtig. Und dann hauen wir mal hier direkt noch einen Baum weg, damit wir natürlich auch gleich genug Holz haben, um uns Fackeln zu machen. Also mein Ziel ist eigentlich jetzt gleich nur noch 3 Eisen zu finden und eine Farm zu bauen. Dann bin ich schon ziemlich zufrieden für heute. Ich überlege gerade, ob wir uns einfach straight runterbauen sollen oder nicht, dass wir irgendwie ein Loch runterfallen. Welcher Höhe sind wir denn? Oh, wir sind Höhe 74. Oh mein Gott, Alter, wir müssen... Ja, nee, warte mal, da müssen wir uns ja todesweit runterbuddeln. Wir gucken doch mal lieber, ob wir so eine normale Höhle finden. Aber es wäre eigentlich gut, wenn wir noch die 3 Eisen finden würden, bevor hier die Nacht anfängt. Weil ich glaube, wenn hier die ganzen Monster und sowas kommen, dann wird es schwierig für uns. Irgendwo Eisen, hallo? Hallo, Eisen? Hier ist Kohle. Kohle auch gut, nehmen wir auch mit. Alter, das ist so eine riesen Kohleader hier. Was geht ab, Mann? Ich glaube, wir haben jetzt zumindest schon mal genug Kohle für Fackeln zu machen. Unsere Farm dann auch zu beleuchten. Braucht man ja auch wichtig. Eisen, Eisen, Leute. Wir brauchen 3 Eisen. Ey, diese Kohleader, die hört hier einfach nicht auf. Hä? Ey, das ist unfassbar. Noch nie so eine riesen Kohleader gesehen. Ey, Leute, krank, krank. Guckt euch das mal an. Ich habe nur Kohle weggebaut. Das hat hier angefangen und das war eine Ader. Dieses ganze Stück hier. Geisteskrank. Hallo, ist hier irgendwo Eisen? Hier ist schon wieder Kohle. Ich finde hier nur Kohle, kein Eisen. Oh. Bei irgendwo ein Skelett? Habt ihr nichts getan, Skelett? Ja, komm, hier, nimm das. Oh, da kommt noch einer. So, du willst auch noch hier einer bekommen, oder was? Zack, hier, nimm das, Junge. Ah, okay. Ey, Mann, das ist hier eine reine Kohlehöhle. Baue mich hier gleich irgendwo runter und hoffe, dass ich einfach Eisen finde. Ja, komm, Leute, wir machen das jetzt so. Zack, zack. Baue mich jetzt hier einfach straight irgendwo runter und hoffe, dass wir dann da Eisen finden. Wir sind aktuell auf der Höhe... Boah, wir sind aber auch hoch, ey. Wir sind bei Höhe 70. Sind schon sehr, sehr weit oben. Weil man Eisen ja aber auch eigentlich an hohen Orten findet. Ey, wir nehmen das Diorit hier mal mit. Damit kann man ja nice Möbel bauen. Hier ist eine Höhle. Wir haben eine Höhle gefunden. Oh, aber was für eine Höhle. Hoho. Ist direkt eine sehr, sehr dicke Höhle hier. Das ist eine sehr, sehr dicke Höhle hier direkt. So, komm, hier nehmen wir noch 3 Stücker mit. So, das sollte reichen für irgendwann später mal. Nice Eisen. Wichtig, Leute, wichtig. Okay, das war jetzt, sage ich mal, unser Grundtagesziel. Haben wir jetzt zumindest mal erreicht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, Leute. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut, Freunde. So, haben noch direkt Eisen, um uns irgendwie direkt noch eine Eisenspitzhacke oder so zu machen, falls wir auch Diamanten finden. Wobei mir das aber jetzt auch erstmal gar nicht so wichtig ist. Ich will ja hier nicht der stärkste Spieler sein mit Diamantrüstung, sondern ich will hier ein schönes Anwesen uns bauen. Aber es wird hier auch noch eine PvP-Arena kommen, Leute, wo der beste Spieler immer Belohnungen kriegt. Also es lohnt sich auf jeden Fall auch, gut ausgestattet zu sein, sagen wir es mal so. Oh Gott, Creeper.
Tschüss, Creeper. Oder habe ich jetzt gar keinen Bock drauf? Also an sich können wir jetzt ja schon den Rückzug antreten, weil wir haben ja eigentlich alles, was wir jetzt schon wollten. Mehr brauchen wir nicht. Ist eine schöne Höhle hier. Würde ich noch eigentlich ganz gerne weiter erkunden, aber man muss ja auch mal aufhören, wenn es am schönsten ist. Oh ja, 11 Eisen, das reicht, das reicht. Wohl, dein ist noch Eisen, das können wir noch mitnehmen. So, jetzt ist hier natürlich meine Hacke kaputt gegangen, aber, ich habe ja noch eine. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir haben fürs Erste genug. Wir gehen mal wieder zurück zu unserem Grundstück. Let's go, Leute. Und dann können wir jetzt nämlich hier schon mal ein bisschen anfangen, uns mal so unsere erste kleine Base zu bauen, ja? Wir machen uns jetzt mal hier so eine kleine Base unter der Erde. Muss ja auch fürs Erste hier nichts Großes sein. So, also ihr merkt, hier leckt es einfach gar nicht, dass nur die Farmwelt ist manchmal noch ein bisschen laggy bei uns hier auf dem Server, wenn hier viel los ist. Aber wie gesagt, verzeiht uns das bitte. Wir sind keine Profis, aber wir versuchen es zu werden. Ey, ich bin aber auch doof. Ich habe ja viel zu wenig, ich habe ja gar kein Ding mitgenommen. Oh, wenn wir hier eine Farm hinbauen wollen. Ich habe ja gar kein, Erde mitgenommen. Okay, das war dumm von mir, Freunde. So, jetzt machen wir erstmal noch Leitern. Und ich mache hier mal noch eine Tür, dass hier kein anderer Spieler reinkommen kann. Ich habe jetzt leider nur dieses Ding hier. Ich kann jetzt nur hier aus Akazienholz eine Tür machen. Aber zumindest kann hier mal kein anderer Spieler reinkommen. So, die Kiste können wir auch hier wegmachen. Bam, bam, bam. Wir machen jetzt da einfach mal das ganze Zeug rein, was wir jetzt noch nicht brauchen. Es muss halt auf jeden Fall heute noch so eine kleine Farm zumindest fertig werden, damit wir dann nächstes Mal auch wieder Essen haben, weil irgendwann wird uns das Essen ausgehen. Das dürfen wir halt nicht vergessen. Was wir natürlich jetzt aber auch schon mal machen können, ist hier das ganze Eisen brennen. Ich glaube, ich mache auch direkt zwei Eimer, weil ich habe einfach... Ist eigentlich ein bisschen dummer, wir haben so viel Eisen gefunden, aber ich habe keinen Bock, zweimal Wasser holen gehen zu müssen. Deswegen machen wir einfach direkt zwei Eimer und hier machen wir direkt das Ding schön groß und gehen dann auch noch genug Erde holen. Dann haben wir hier unsere kleine Farm. Wir haben jetzt natürlich super viel Stein, was wir hier kriegen durch unseren Kellerbau. Ich glaube, auch später für unser Haus brauchen wir eh super viel Stein dann auch wieder. Ich würde richtig gern so ein modernes, fettes Haus bauen, aber dafür braucht man halt Quarz aus dem Nether und so weit sind wir halt einfach noch nicht. Ich will mich auf jeden Fall auch hier real durchspielen und hier echt auch keine Sachen ercheaten oder so. Das wird hier unsere neue Minecraft-Projektserie. Hier auf Paulberger MC. Ich glaube, das reicht hier an Beleuchtung, oder? Denke, ist doch ganz gut so. Schau mal, da oben wartet jemand vor der Tür, ja? Du kannst hier nicht rein, Junge. So, wir gehen jetzt hier nochmal in die Farmwelt rein. Hier ist gerade Nacht, aber ist ja egal. Wir sind eh nur kurz hier, um ein bisschen Erde uns zu holen. Zack. Dann habe ich noch Slowfall, 3 Sekunden. Ja, okay, dann springen wir hier besser doch nicht runter. Ich will auf jeden Fall so ein übertrieben fettes Anwesen hier bauen, sodass, wenn ihr hier auf den Server kommt, direkt wisst, ey, das ist das Anwesen von iCrimex. Dann könnt ihr hierher kommen und mich besuchen kommen, Leute. Ich baue auch einen Briefkasten, dann könnt ihr da immer Sachen in den Briefkasten reinlegen. Könnt ihr da vielleicht sogar so Notizen oder so, so Bücher reinlegen, dann kann ich die vorlesen, eure Grußnachrichten. Das ist vielleicht auch eine gute Idee. Wie viele Stacks? Ja, wir haben jetzt das grobe Erde. Was ist der Unterschied zwischen grober Erde und normal? Hä? Ist echt komisch, was mittlerweile alles gibt. Ja, mit grober Erde. Wo ist da der Unterschied zwischen grober und normaler Erde? Ich weiß nicht. Aber egal, das reicht auch schon. So, zurück zu unserem Grundstück. So, ich würde sagen, hier machen wir so Wasserfelder. Den Rest machen wir hier Anbaufläche. Oh, ey, ich bin doof. Ich habe das Wasser vergessen. Ey, es tut mir leid. Ich kann wirklich nicht an zwei Sachen denken. Ah, ey, warum brenne ich denn jetzt? Kann mir jemand sagen, warum ich jetzt hier brenne? Okay, jetzt diesmal haben wir ans Wasser gedacht. Wir müssen jetzt aber auf jeden Fall auch dran denken, so eine unendliche Wasserquelle zu machen. Und überall Wasser drin. Sehr gut. Eisen haben wir auch am Start. Läuft bei uns hier langsam. So, jetzt machen wir hier unser Feld. Und dann haben wir zumindest mal unser Tagesziel für heute hier auf City Build erreicht. Und hoffentlich ist das dann nächstes Mal hier alles fertig und wir können das abernten. Aber gut, Freunde, ich würde sagen, das soll es gewesen sein von der ersten Folge von City Build hier in Minecraft, Leute, beziehungsweise hier auf Paulberger MC. Kommt auf jeden Fall alle auf unseren Server, Leute. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, lasst ein Like und ein Abo da. Und natürlich immer bei Minecraft, schreibt in die Kommentare, wie soll es weitergehen? Wie sollen wir unser Haus bauen? Vielleicht habt ihr gute Ideen. Ich will auf jeden Fall hier ein krasses Grundstück bauen. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute. Bye, Crimex.